gegen mich und der liebe Papa wird uns dabei helfen. Hallo zusammen. Genau, ihr seht schon, wir haben hier ein Lebkuchenhäuschen. Das ist nur, um euch das zu zeigen. Und wir haben schon zwei Stück aufgebaut. Mhm. Und Carlos und Lamia werden die gleich verzieren. Und hinterher wird Mama entscheiden. Oder wer entscheidet? Die Kommentare. Du sagst, wann es losgeht. Achso, nee, wir können ja erstmal zeigen, was wir überhaupt an Zutaten haben. Genau. So, Carlos, was haben wir hier? Gummibärchen. Wir haben Smarties. Und noch so kleine Dinger. Streusel. So Schokostreusel. Was haben wir hier noch, Lamia? So kleine Dekorierkekse. Ganz bunte Kekse. Genau. Die sind in Form von Dominosteinen und Brezeln. Und eine Katze haben wir auch noch. Beziehungsweise zwei. Und so kleine pinke süße Steinchen. Ihr müsst sagen, wann es losgeht, ne? Dann fangen wir an. Genau. Oder mach, wie du möchtest. Das hat ja gut funktioniert. Genau. Könnte man die Gummibärchen einfach draufkleben? Du weißt aber, dass das hinten ist, Carlos, ne? Was du da... Hier ist vorne, weil hier die Tür drin ist. Also darf ich hier und da und da? Du kannst das bekleben, wie du möchtest. So, wie es dir gefällt. Okay. Ja? Ja. Sieht doch schön aus. Hast du das hier gesehen? Ja. Das sah auch gut aus. Hast du schon geklebt? Ja. Okay. Aber mich darf das machen wir ja nach. Aber mich darf da oder? Klar. Einmal, zweimal. So. Kann ich hier die Grieße? Ja, klar. Ah. Die Lebkuchen, den man dekoriert, das ist wie bei Hänsel und Gretel die Hexe im Süßigkeitenhäuschen. Zuckerguss. Schmeckt lecker? Ja. Aber ihr macht das ja gut, ihr braucht ja gar keine Hilfe. Dann kann ich ja essen. Ja. Haben vergessen, hinterher werden wir vielleicht die Lebkuchen essen. Echt? Ja. Ich esse nicht. Ja. Machen wir auch nicht. Außer dass ich mich bei mir angucken darf, aber nicht das Haus. Willst du vier machen oder zwei? Kannst du auch so zwei? Ja, noch ein Ende. Das sind vier, oder? Ich glaube, mit den zwei Tüchern kommen wir nicht weit, ne? Ich glaube, ich muss noch mehr Tücher holen. Hier, und darf doch auch noch was draufhängen. Ja, klar. Wo sind die Brezeln? Und die Gummibärchen? Die Gummibärchen brauche ich! Denkt ihr, dass Lamia vielleicht auch noch ein paar Brezeln braucht, ne? Mehr gucken? Ich versuche das hier abzuschieben. Nein, mir fehlt genau eine Brezel! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss aber gucken, dass er ein bisschen fair bleibt hier, ne? 1, 2, 3. Ach, hier ist noch eine Katze. Aber zwei Katzen brauchen wir nicht. Oder ich brauche noch eine Katze. Und hinten kommt auch noch eine Katze. Und wir darf nicht für mich gucken. So, wir haben zwar gesagt, wir machen ohne Zeit, ne? Aber irgendwann müssen wir einmal vorankommen. Ich würde sagen, wir haben jetzt so Halbzeit ungefähr, okay? Okay. Halbzeit. Das mache ich hier. Ach so, genau. Du hast noch eine Rückseite. Papa, die Seite ist auch noch leer. Ja, aber so viel Material hast du nicht mehr. Der im Hintergrund so schmatzt, ist übrigens der Odin. Ja. Der Hund. Der Hund. Weil er gerade Smarties ist. Wie? Ja, ein Smarties. Da ist ein Smarties runtergefallen. Ein Smarties! Fertig, Carlos? Und du? Fertig. Ja? Also bin ich. Ah. Ja. Ich hol schon mal ein Brett und dann stellen wir die Häuser hier in die Mitte. Und dann holen wir gleich die Mama dazu. Und die bewertet dann die Häuser. So, jetzt sind wir fertig und hier ist Mama und sie wird jetzt sagen, welches schöner ist. Welches ihr am besten gefällt. Ja, ich finde die schon echt richtig cool. Wahnsinn. Die sehen echt richtig toll aus. Auch mit der Katze hier oben und so, richtig cool. Hier ist auch noch eine Katze. Aber keiner weint, wenn ich jetzt sage, dass welches schön ist, ne? Mhm. Also das finde ich schon mega mit dem Schornstein. Und ich finde, das ist echt
richtig cool. Hier vorne mit diesen ganzen kleinen Kügelchen sieht das echt richtig toll aus. Das sieht auch richtig schön aus hier mit den mit diesen Dominosteinchen da an der Seite. Und hier mit den Dings. Richtig cool. Ich habe das auch gerade gemacht. Das ist schon cool von vorne. Hufflepuff, finde ich. Das ist richtig genial. Weil da zu viel ist irgendwie und das passt. Hier und da. Beide voll schön. Chrissy, sag jetzt. Aber keiner weint. Und keiner ist traurig. Die sind beide schön. Also, aber das finde ich einen Ticken noch schöner. Okay, weil ich finde schön weint, hätte Lamias. Das ist so gemein. Ich finde das schon ein bisschen schöner. Von vorne einfach und mit dem Schornstein. Aber das ist auch wunderschön. Habt ihr beide sehr, sehr gut gemacht. Aber sag jetzt, welches findest du wirklich richtig am schönsten? Das hier. Hätte ich nicht fragen sollen. Das ist schon cool. Ja, guck mal, hier ist es. Ist aber auch schön. Das ist auch schön. Aber das, dadurch, dass da so viel drauf ist, gibt es da so viel zu entdecken. Und es ist einfach cool auch. Na, mir ist auch voll schön. Und das ist mir so verschneit, verträumt. Und guck mal, Mama, Mama, hier habe ich auch noch mal ein bisschen was gemacht. Ja, schön. Mhm. Ihr wolltet das. Ich finde beide schön. Aber das sieht einfach, ist ein richtiger Hingucker von vorne. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Tschüss. Kommt da auch nochmal?